Kommen wir zum Regulieren des Klaviers. Ich habe mir hier schon mal einige Utensilien mitgebracht. Das lege ich mal hier ab. Zunächst einmal will ich kontrollieren, ob die Tastenhöhe korrekt ist. Dazu setze ich diese Schlossleiste einmal hier ein und schaue, dass die Tasten nicht zu hoch stehen. Wir hatten ja hier unter dem Klaviaturrahmen diverse Papierchen und Furnierchen liegen, die die Höhe bestimmen. Und wenn ich jetzt hier so schaue, sieht das sehr gut aus, denn es darf nicht so sein, dass wenn man die Tasten jetzt etwas höher liegen hat, dass man hier reinschauen kann. Das wäre sehr unschön. So ist es also korrekt. Ja, dann wäre der erste Schritt des Regulierens das sogenannte Unterstellen. Die direkte Verbindung zwischen Taste und Mechanik sollte vorhanden sein. Wenn ich jetzt hier einmal hinten auf die Tasten drücke, sehe ich, dass sich die Hämmerchen bewegen. Und das bedeutet, dass die Tasten zu stramm unterstehen. Und man kann das einstellen, indem man hier hinten die Bäckchen in der Höhe verändert, heißt diese Schraube etwas rausdrehen, dann die vordere Schraube wieder anziehen, damit das Bäckchen da nicht wackelt. Und so bestimmen wir die Höhe und damit auch die Verbindung zur Mechanik. Ich mache das hier mal exemplarisch. Also ich schraube diese Schraube hier rein. Das kann und damit löst sich das Bäckchen ein wenig. Dann muss man vorne wieder anziehen. So. Bei modernen Klavieren ist die ganze Sache einfacher. Da gibt es hinten Piloten aus Messing, die man verstellen kann, ohne die Taste rausnehmen zu müssen. So, jetzt habe ich das hier glücklicherweise schon korrekt eingestellt. Wenn ich hinten auf die Taste drücke, bewegt sich der Hammer nicht. Und wenn ich vorne die Taste runterdrücke, kommt auch direkt der Hammer. Das wäre also jetzt der erste Schritt, dass ich das hier alles entsprechend einstelle. Also das sogenannte Unterstellen wird jetzt vollzogen. Und wenn das geschehen ist, kommen wir zum nächsten Schritt der Regulierarbeiten. Und man muss auch schauen, dass das Bäckchen dann exakt unter der Taste steht, denn wenn die Schraube vorne gelöst ist, kann man das Bäckchen ja in Richtung rechts und links verstellen. Das wäre also dann beim Festschrauben zu berücksichtigen, dass man das kontrolliert. Aber im Grunde genommen wäre es das schon. Also, gleich zeige ich dann, wie es weitergeht mit dem nächsten Regulierschritt. Thank you.
Es kann schon mal sein, dass so eine alte Schraube vermurkst ist. Dann muss man versuchen, die rauszubekommen. Vermurkst heißt, der Schlitz, um diese Schraube zu drehen, ist nicht mehr da, weil da was weggebrochen ist. Dann kann man entweder die Schraube austauschen oder wenn sie lang genug ist, etwas wegfeilen. Und dann einen neuen Schlitz reinsägen. So, dann funktioniert das wieder. Der erste Regulierschritt ist gemacht, das sogenannte Unterstellen. Jetzt haben alle Tasten einen direkten Kontakt zur Mechanik. Kommen wir zum zweiten Schritt und regulieren die sogenannte Auslösung. Es ist so, wenn Sie eine Taste anschlagen, sie also vorne nach unten bewegen, wird durch eine Hebelübertragung der Hammer nach vorne bewegt. Nur darf der Hammer nicht vorne an der Saite kleben bleiben, sonst kann die Saite nicht frei schwingen. Er muss also kurz vor der Saite zurückfallen. Da hilft die Stoßzunge. Die Stoßzunge drückt den Hammer nach vorne und an seinem kleinen Absatz unten berührt sie irgendwann ein Auslösepüppchen, so nennt man das. Und dieses Püppchen kann man regulieren. Dafür gibt es dann wieder ein spezielles Werkzeug. Das Püppchen kann man in der Höhe verstellen und somit für einen genauen Auslösepunkt sorgen. Wir gucken uns das mal an hier bei den ersten Tönen. Hier im Bass sollte der Hammer so etwa 3 mm vor der Saite zurückfallen. Beim ersten Ton ist das schon perfekt, das funktioniert. Der Hammer fällt zurück, die Saite kann frei schwingen. Und hier beim zweiten Ton geht der Hammer bis an die Saite ran und bleibt dort. Und dann passiert Folgendes, dass man nichts hört, weil die Saite nicht zum Schwingen freigegeben ist. Und jetzt kann man das halt regulieren, indem man an dem Püppchen dreht. Ich muss die also jetzt etwas nach unten drehen, damit der Hammer früher auslöst. Das ist immer noch ein bisschen zu nah, aber immerhin bleibt er nicht an der Saite hängen. Und jetzt kann auch diese Saite hier frei schwingen. Am dritten Ton ist die Saite zwar frei, aber der Hammer geht zu nah ran. Da muss man auch ein wenig nachstellen. Immer noch zu nah. Weil es ist so, die Saite schwingt ja. Und es kann passieren, dass der Hammer dann die Saite an Schwingen hindert, weil er zu nah ist.
Und deswegen sollte hier im Bass, wo der größte Ausschlag ist, eine Auslösung von etwa 3 mm sein. Hier der vierte geht auch wieder viel zu nah. In der Mittellage reichen dann etwa 2 mm. Und im Diskant kann man sogar noch etwas näher rangehen. Ja, so werde ich jetzt die Auslösung regulieren. Also mit diesem Werkzeug kann man hier an den Schräubchen der Puppen das einstellen. Und das sollte schon schön gleichmäßig überall sein. Und wir gehen jetzt mal alle Töne durch und dann schauen wir, wie es weitergeht im nächsten Regulierschritt. Die meisten gehen zu nah ran. Alle Regulierarbeiten gilt, dass man die später noch mal alle wiederholen muss, weil sich ja Dinge wieder verändern, Filze drücken sich ein und deswegen ist ein Nachregulieren immer notwendig. Auch notwendig, wenn man viel spielt, so alle 10, 20 Jahre sollte ein Klavier nachreguliert werden. Also je nach Gebrauch, wie häufig man drauf spielt. Wie gesagt, der Hauptgrund ist, dass sich Filze eindrücken, aber auch klimatische Bedingungen spielen eine Rolle. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen sorgen dafür, dass eine Regulierung nicht ewig konstant bleibt. Und wenn man eine schöne, gleichmäßige und zuverlässige Spielart möchte, sollte man das auf jeden Fall machen. Natürlich ist der Aufwand dann nicht so groß wie jetzt hier, wo alles erneuert wurde. Aber so Feinheiten müssen immer wieder mal nachreguliert werden. Das sogenannte Unterstellen, was wir zunächst gemacht haben, das kontrolliere ich immer bei jedem Stimmen. Und wenn man dann nur einige Zehntel Millimeter nachstellen muss, dann ist das schnell erledigt. Aber wie gesagt, eine gründliche Regulierung sollte öfter geschehen. Also beim Hausgebrauch, wenn man jeden Tag nur eine Viertel oder halbe Stunde spielt, dann so alle 10 bis 20 Jahre erfahrungsgemäß,
wenn man das Klavier sehr häufig benutzt. Vielleicht als Klavierlehrer oder Lehrerin Unterricht gibt darauf oder als Pianist enorm viel übt, dann ist es natürlich notwendig, diese Regulierarbeiten in kürzeren Abständen durchführen zu lassen. Damit wäre die Auslösung reguliert. Kommen wir zum nächsten Regulierschritt, dem sogenannten Geradelegen. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Tasten auf gleicher Höhe liegen. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sie später auch alle den gleichen Weg nach unten zurücklegen beim Anschlag. Das wird später dann separat reguliert. Aber zunächst mal, wie gesagt, wichtig, alle Tasten auf gleicher Höhe. Mit dieser Schiene hier kann ich das kontrollieren, indem ich schaue, ob da irgendwo Luft vorhanden ist. Hier vorne sieht man sehr schön, diese Taste liegt viel zu tief. Und das kann ich also so regulieren, dass ich in der Mitte am Waagebalken das Ganze unterlege. Da gibt es unterschiedlich starke Papierscheibchen, hier hauchdünn und die sind etwas dicker. Das wäre also jetzt hier zu machen. Dazu muss ich abtauchen. Ich habe hier eine alte Orgelbank ohne Beine. Da kann ich mich draufsetzen. Und dann regulieren wir das jetzt mal. Die Schlossleiste kann ich mal wegnehmen. So. Die Randbereiche rechts und links habe ich schon ausgemessen und schon kontrolliert. Die sind in Ordnung. Jetzt geht es also um die Feinheiten, dass ich hier bei den Tasten etwas unterlege, sowohl bei den weißen als auch später bei den schwarzen. Auch bei den schwarzen sieht man hier sehr schön, da ist eine wesentlich zu tief, die anderen zwei hier ein wenig. Das sollte also alles gleichmäßig sein. Ja, beginnen wir mit den weißen Tasten. Ich stabilisiere mir erst immer rechts und links die Tasten und dann in der Mitte ein paar. Und dann hat diese Leiste eine gute Auflage und dann kann ich schauen, wo hier noch Lücken sind. Hier zum Beispiel muss was drunter. Dann nehme ich also die Taste hoch, ziehe das Scheibchen hier raus und lege hier zum Beispiel ein 0,1 mm starkes Papierchen drunter. Und dann kontrolliert man nochmal. Hier haben wir den nächsten. Da muss auch was drunter. Also die Taste nach oben. Den roten Waagebalkenfilz raus und dann hier auch ein dünnes Scheibchen drunter. So werde ich jetzt alle Tasten auf gleiche Höhe bringen. Auch diese Regulierarbeiten muss man später noch einmal wiederholen, weil sich ja auch hier dieser Filz etwas eindrückt.
Dann geht es aber dann nur noch um Feinheiten, um 0,05 mm dicke Papierscheibchen. So, diese Arbeiten machen mir sehr viel Spaß. Das ist wirklich meditativ, wenn man hier so sitzt und das einstellen kann. Eine wirklich schöne Arbeit. Hier habe ich fast zu viel drunter getan. Jetzt müssen wir das nochmal rausnehmen. Und dann doch ein dünneres Scheibchen nehmen. Ja, ich melde mich dann wieder, wenn es erledigt ist mit dem Geradelegen, und dann schauen wir uns an, wie der nächste Regulierschritt aussieht. So, weiter geht's mit dem nächsten Regulierschritt. Dazu brauchen wir dann die größeren Scheibchen. Die kommen hier vorne unter die Tasten. Jetzt wird reguliert, wie tief jede Taste nach dem Anschlag runtergeht. Nach der Auslösung sollte die Taste noch ein klein wenig runtergehen. Gleichzeitig regulieren wir hier den Fang, indem wir den Fänger nach vorne oder hinten biegen, sodass der Hammer etwa fingerbreit vor der Saite zu stehen kommt.
Der erste Ton scheint schon sehr gut zu sein. Ja, ist auch genug Platz. Man kann das auch mit einem Klötzchen hier kontrollieren, indem man die Taste anschlägt, das Klötzchen drauflegt und dann fühlt, ob die Höhe der Taste mit dem Klötzchen und der Nebentaste die gleichen sind. Aber ich mache das lieber per Hand, ohne Klötzchen. So, hier bei dem zweiten Ton beispielsweise ist der Tiefgang zu groß. Der Hammer geht auch zu nah ran. Heißt, hier müssen wir etwas unterlegen. Dann nimmt man also die grünen Filzchen raus und legt entsprechend ein Pappscheibchen in der richtigen Stärke darunter. Fühlt nochmal, ob es jetzt stimmt. Da kann noch etwas drunter. Wie gesagt, leistet sich hier den Fang regulieren. Noch ein wenig. Wenn man zwei benachbarte Tasten runterdrückt, ob sie auf der gleichen Ebene dann liegen. Hier die rechte Taste ist jetzt zu tief. Man fühlt auch, dass der Tiefgang der Taste zu groß ist. Also nach der Auslösung geht die Taste zu weit runter. Das bedeutet auch hier, muss ich ein Scheibchen unterlegen. Das ist eine sehr diffizile Arbeit. Das ist ein Fingerspitzengefühl und nimmt einige Zeit in Anspruch. Mit dem Finger biegen. So gehe ich jetzt auch hier alle Tasten durch und dann hätten wir diesen Reguliervorgang auch erledigt. Gut, damit wird der Tiefgang auch reguliert. Alle Finger stehen schön in einer Linie. Die Hämmer fangen perfekt, etwa fingerbreit vor der Seite. Alles gleichmäßig. Und jetzt kommen wir zum quasi letzten Regulierschritt, zum Regulieren des Halbgangs. Wir hatten ja die Dämpfung insoweit schon einreguliert, dass alle Dämpfer beim Treten des rechten Pedals alle gleichmäßig abheben. Jetzt müssen wir aber auch dafür sorgen, dass individuell bei jedem Ton der Dämpfer abhebt, und zwar dann, wenn der Hammer in etwa den halben Weg Richtung Seite zurückgelegt hat. Den halben Weg oder ein wenig mehr. Und das kann man einstellen und auch wieder mit diesem Werkzeug hier, mit
diesem Kröpfeisen, indem man hinten an den Dämpferlöffelchen entsprechend biegt und das kröpft. Das ist visuell schlecht darstellbar hier im Klavier, deswegen nehme ich die Mechanik einmal raus, um Ihnen das an der Werkbank zu zeigen, was ich da mache. Wir suchen mal einen Ton raus, der nicht korrekt ist. Hier das A zum Beispiel. Der Dämpfer hebt viel zu früh ab. Der Hammer hat sich gerade mal ein wenig nach vorne bewegt, dann kommt schon der Dämpfer. Das darf nicht sein. Und wie gesagt, ich zeige das jetzt mal hier an der Werkbank, was ich gleich machen werde. Nehmen wir die Mechanik mal raus und legen sie hier hin. Hier haben wir die Löffelchen, die entsprechend geköpft werden müssen. Wenn der Dämpfer also zu früh abhebt, muss ich den Löffel von hier aus gesehen nach unten biegen. Dann berührt dieser Löffel den Dämpfer später und entsprechend hebt er später ab. Das wäre also jetzt die Aufgabe. Wie gesagt, das macht man im Klavier. Da muss ich dann immer hier ein bisschen suchen und zirkeln, ob ich das Löffelchen finde mit dem Kröpfeisen. Aber an der Werkbank kann man das leider nicht regulieren. Das muss man also im Klavier einstellen. Dann setzen wir die Mechanik wieder rein. So, jetzt muss ich immer prüfen, wenn ein Dämpfer zu früh abhebt, wie dieses A hier. Dann muss ich die Mechanik nach vorne kippen und entsprechend hier das Löffelchen biegen, so dass der Dämpfer später abhebt. Dann wieder kontrollieren. Das ist schon besser, aber noch zu wenig. Man kann es ein wenig kontrollieren am Dämpferstand hier oben. Ich kröpfe mal den Nebenton direkt mit. Und wie gesagt, das kann man schlecht im Video zeigen. Man kann schlecht hier reinfilmen. Aber ich denke, das Prinzip ist klar. Immer noch zu früh. Aber vielleicht kann ich mal zeigen, was passiert, wenn der Dämpfer viel zu früh abhebt. Ich übertreibe jetzt mal, ich biege den noch mal entsprechend extrem zurück. Passiert nämlich Folgendes, dass der Dämpfer nicht mehr drückt, wenn der Löffel zu stramm untersteht und entsprechend der Dämpfer hier sofort abhebt, wenn man die Taste nur berührt. Aber man kann es auch sehr schön sehen, wenn ich hier auf die Seite drücke, dann gibt der Dämpfer nicht nach, im Gegensatz zu den Tönen daneben. Und das ist ein Zeichen dafür, dass hier etwas nicht stimmt. Ja, dann kröpfen wir das jetzt alles entsprechend der korrekten Vorgaben hier durch. Und dann wären wir soweit.
regulieren. Wie gesagt, alles muss noch einmal nachreguliert werden. Und dann muss ich natürlich das Klavier stimmen. Das ist noch gar nicht geschehen. Klar, dass das so klingt, wenn da neue Saiten drauf sind. Ich hätte es zwischendurch schon mal zwicken müssen. Zwicken heißt, man zwickt die Saite an und kann die Saite schon entsprechend hochstimmen ohne Mechanik und Klaviatur. Aber jetzt geht das sowieso einfacher. Ich kann auch hier die Papierchen schon mal rausnehmen, denn jetzt habe ich ja einen Anhaltspunkt, wo die A's sind, weil die Klaviatur eingebaut ist. So. Und wenn das Instrument dann gestimmt ist, mehrmals, dann geht es ans Intonieren noch, dass ich die Feinheiten des Klangs noch rausarbeite. Und dann gibt es noch einige Kleinigkeiten, Gehäusarbeiten unten. In den Pedallöchern muss noch ein grüner Filz eingeleimt werden. Die Klavierbänder müssen noch poliert werden. Also alles Kleinigkeiten am Gehäuse noch. Aber zunächst mal regulieren wir jetzt den Halbgang. Das A habe ich jetzt total verstellt. Um Ihnen das zu demonstrieren. Der letzte ist jetzt gut. Der hebt jetzt ab beim halben Gang des Hammers. Und es ist immer noch ein Druck da. Gut, wir beginnen aber jetzt hier im Bass. Und wenn ich das erledigt habe, dann zeige ich noch diese Kleinigkeiten, die nachher noch gemacht werden, in Kurzform. Und dann hören wir uns das Klavier ganz am Schluss einmal an. Das G ein wenig. Ja, dieses ständige Ausklappen der Mechanik ist natürlich sehr umständlich, um es noch zu erwähnen. Es gibt auch ein Kröpfeisen, da kann man hier vorne irgendwie durch die Mechanik durch und das entsprechend biegen. Aber damit habe ich noch nie gearbeitet. Das ist sehr schwierig zu handhaben, dass man da das Löffelchen findet. Da komme ich nicht mit zurecht. Dann tue ich mir lieber die Mühe an, dass ich das immer hier rausklappe. Der ist etwas zu früh und die zweikörigen sind alle zu früh. Man kann also immer einige Töne direkt gleichzeitig dann kröpfen. Muss nicht für jeden Ton einzeln die Mechanik ausklappen. Das geht also ganz gut. Aber dennoch ist es eine Arbeit, die etwas Zeit in Anspruch nimmt. Und da ist Geduld gefragt.
So, dann schauen wir mal. Schon besser. Jetzt kriegen wir langsam Form rein. Gut. Köpfe mir immer 2, 3 oder sogar 4 auf einmal und dann wird kontrolliert.
Ja, der Nachteil bei diesen Bäckchen, die seitlich verschraubt sind, ist, dass man zum Lösen bzw. jetzt in dem Fall zum Befestigen des Bäckchens hier die Tasten rausnehmen muss. Aber da dies ja nicht öfter geschieht, ist das nicht so tragisch. Jeder hat seine eigenen Methoden. Die meisten haben die Bäckchen von unten verschraubt. So. Die Bäckchen auch wieder drin. Und jetzt geht es noch an die Schlossleiste. Da war ja nur eine Schraube vorhanden. Ich hatte mir noch drei weitere rausgesucht, die jetzt hier verwendet werden. Bei der Schlossleiste. Auch immer etwas Wachs an die Schrauben. Werde ich jetzt befestigen. Nochmal kontrollieren, ob der Abstand korrekt ist, dass die Tasten die Schlossleiste nicht berühren. Anschrauben der Schlossleiste, ich habe das schon in mehreren Videos erwähnt, immer aufpassen, dass man nicht hier drüber schaut und womöglich dann abrutscht mit dem Schraubenzieher, sondern immer etwas entfernt und hier mit der Hand die ganze Sache schützen. Da gab es schon schlimme Unfälle. Deswegen sollte man da immer darauf hinweisen. So, die Schlossleiste ist auch befestigt und jetzt geht es ans Polieren einiger Teile noch. Hier das Schloss sowie die Klaviaturbänder, die werde ich jetzt aufpolieren. Das Aufpolieren der Messingteile ist eine sehr schmutzige Arbeit, aber insofern auch sehr schön, wenn man nachher sieht, wenn alles wieder toll blinkt. So, hier haben wir das Schloss. All diese Messingteile werde ich jetzt gleich aufpolieren. Hier oben bei dem Klavierband fehlen auch
zahlreiche Schrauben. Hier hat man nur immer eine in der Mitte gesetzt. Das ist für mich ein Zeichen, dass da schon mal was geschehen ist, dass das schon mal ab war. Weil von Werk aus nur jede zweite oder dritte Schraube reinzusetzen, wird wohl nicht der Fall gewesen sein. Aber wir haben ja auch an anderen Sachen gesehen, hier am Klavier, dass da schon mal dran gearbeitet wurde vor einigen Jahren oder Jahrzehnten. Natürlich ist ein Vorteil, ich muss nicht so viele Schräubchen lösen, aber die restlichen, die fehlenden, müssen natürlich später unbedingt ersetzt werden. So, hier haben wir also unser Klavierband des Deckels. Ich werde jetzt auch bei den anderen Bauteilen noch die Messingteile demontieren und dann werden wir die aufpolieren. Ja, nur mal zur Demonstration, dass man den Unterschied sieht. Jetzt blinkt wieder alles schön. Das werde ich jetzt also so weiterführen. Hier nochmal das Schloss, das ist auch sehr schön geworden. Und wie gesagt, es ist eine sehr dreckige Arbeit, weil dieser Polier Staub einem ins Gesicht fliegt, aber das Ergebnis ist nachher umso erfreulicher. Ja, ich sage das jetzt nicht weiter, weil es macht auch zu viel Krach. Bis später.
Ja, authentischer wäre es natürlich hier wieder diese Schlitzschrauben reinzumachen. Aber ich nehme jetzt hier Kreuzschrauben. Denn hier sind so einige Sachen nicht mehr original. Dann macht das auch nichts aus, ob ich hier Kreuz- oder Schlitzschräubchen reinmache. Das mit den Kreuzschrauben ist natürlich wesentlich einfacher. Zusätzlich braucht man nicht darauf zu achten, ob die Schrauben hier beim Klavierband nachher alle in einer Linie stehen, das macht man normalerweise nämlich so. Aus optischen Gründen. Und bei diesen Kreuzschrauben ist das quasi wurscht. Und natürlich von der Handhabung her viel einfacher. Man findet sofort den Schlitz bzw. das Kreuz. So, jetzt haben wir die grundsätzlich befestigt. Jetzt gehen wir der Reihe nach. Noch die Zwischenräume hier durch. Es sollte natürlich keine Schraube fehlen, so wie das vorher war. Bei der letzten Reparatur sind da wahrscheinlich Schräubchen verloren gegangen und dann hat man nur die wichtigsten wieder reingedreht. Oder um Zeit zu sparen, das wäre natürlich kein gutes Argument. Das tut man einfach nicht. Ja, was ich hier mache, das ist natürlich jetzt uninteressant. Für Sie, da braucht man nicht weiter zuzuschauen. An der Klappe befindet sich noch ein Klavierband und am Notenpult noch ein Scharnier. Die werden auch noch aufpoliert. Wir schauen uns das gleich dann mal an, wenn alles wieder frisch aussieht und zusammengebaut ist. So, hier haben wir auch noch ein paar Messingteile. Wir werden natürlich auch später dann den roten Zierleistenfilz hier erneuern. Und was auch sehr wichtig ist, dass das Notenpult nicht hier herunterklappt und auf die schwarzen Tasten trifft. Ich könnte das aber mal zeigen, wie man
diesen Fehler behebt. Entfernen wir mal zu Demonstrationszwecken nur eines der Scharniere. Dieses Stängchen, was sich innerhalb befindet, sitzt zu locker und daher fällt das Notenpult runter. Man kann das ganz einfach so wiederherstellen, dass man das Scharnier zusammenklappt und dann an den Ecken festklopft. Jetzt sitzt das Ständchen wieder fest. Ich demonstriere das mal. Ich schraube es mal wieder an mit nur zwei Schräubchen. Denn oft reicht es schon aus, wenn ein Scharnier wieder fest sitzt, aber natürlich werden wir gleich das zweite auch noch so bearbeiten. So, das nur zur Demonstration. Jetzt hält das Notenpult und klappt nicht von alleine runter und schlägt auf die schwarzen Tasten. Das war jetzt nur mal zur Demonstration. Ich werde jetzt alle Messingteile hier noch entfernen. Die Scharnierchen hier vom Notenpult und hier vom Schloss noch das Blech. Und hier haben wir auch noch ein Klavierband. Dann werden wir das alles auch noch schön aufpolieren und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich schicke das nachher wieder aussieht. Noch eine Besonderheit bei dem Klavier, hier ist die Zierleiste, die normalerweise einzeln ist, mit der Hohlkehle der Klappe verbunden. Und die kann man abschrauben. Das mache ich jetzt, dann können wir nachher den Zierleistenfilz erneuern. Das Schöne ist, wenn hier die Zierleiste zu dick wäre und die Tasten etwas höher liegen als üblich, was ich wahrscheinlich nicht so gemacht habe, aber es könnte ja der Fall auftreten, dann könnte man hier natürlich einmal drüber hobeln. Und diese Zierleiste entsprechend dünner gestalten. Aber ich habe die jetzt abgeschraubt, damit es nachher handlicher ist, diesen roten Filz zu erneuern. Thank you.
So. Jetzt noch die grünen Filze. Ja, wenn ein Klavier neue Saiten bekommen hat, wie in dem Fall, oder lange Zeit nicht gestimmt wurde, dann ist ein mehrmaliges Stimmen notwendig. Das Stimmen ist eine sehr komplexe Angelegenheit, zu komplex, um das in einem Video erklären zu können. Aber eine Sache vielleicht, darauf sei hingewiesen, wenn ich jetzt hier diese mittlere Saite, die zu tief ist, höher ziehen möchte, dann reicht es nicht, dass ich den Nagel biege und die Saite nach oben recke, denn das wird nicht halten. Man muss schon dafür sorgen, dass der Stimmnagel sich im Stimmstock dreht. Und dann dafür sorgen, dass man die Verwindung im Stimmnagel ausgleicht. Ebenso zieht sich die Saite unterschiedlich nach, hier oben im Stimmnagelbereich zunächst und dann rutscht sie erst im klingenden Bereich und dann unten auch noch im Anhang nach. Diese ganzen Spannungsunterschiede muss man ausgleichen, damit man eine schöne Stabilität reinbekommt. Ich werde das Klavier also jetzt noch mindestens ein-, zweimal durchstimmen und dann kann ich Ihnen vielleicht eine kleine Melodie vorspielen, dass wir mal hören, wie das Instrument klingt, welchen Eindruck es macht. Thank you.
das Klavier muss noch mehrmals gestimmt werden, aber ich werde es jetzt einmal zusammenbauen, sodass ich Ihnen einen kleinen Klangeindruck geben kann, und danach werde ich es nochmal in Ruhe durchstimmen und vor allen Dingen intonieren. Intonieren heißt ja, dass man mit Nadeln, mit sogenannten Intoniernadeln, in die Hammerfilze reinsticht. Man nimmt dann Spannung aus dem Filz heraus. Da gibt es bestimmte Stellen, wo man stechen kann, wo man stechen darf. Und man will erreichen, dass alle Töne die gleiche Klangfarbe haben. Und das kann man mit Intonation bewerkstelligen. Das kommt also ganz zum Schluss auch noch zum Tragen. Aber jetzt baue ich das erstmal zusammen, das Klavier, und spiele Ihnen ein kleines Stück vor als Abschluss. Und dann haben Sie einen kleinen Eindruck, wie das Instrument klingt. Die Stimmung ist noch nicht perfekt. Ich werde es jetzt noch ein, zweimal sauber stimmen und intonieren, aber ich denke, dass ich einen kleinen Klangeindruck bei Ihnen hinterlassen konnte. Das war ein Stück von Beethoven. Er wird es mir verzeihen. Er war sowieso am Ende seines Lebens fast vollständig taub. Aber das Klavier klingt wirklich sehr schön. Die Arbeit hat sich also gelohnt, und damit wäre unsere kleine Videoreihe dann auch beendet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder darum geht, ein altes Instrument herzurichten und wieder zum Leben zu erwecken.